Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge King of Crabs. Heute mit dem Halloween-Update. Im Hintergrund kann man schon sehen, es wird alles jetzt so ein bisschen spooky, also passend zum Halloween. Es gibt eine neue Krabbe, die Vampirkrabbe, die können wir uns einmal anschauen. Das ist diese hier. Ich finde, die ist richtig cool gelungen mit den scharfen Zähnen, die Augen dazu, ne? Also es ist... Ich finde sie cool. So, leider muss ich die aber in diesem Automaten freischalten. Ich hatte gehofft, dass die jeder halt bekommt, weil die auch einen coolen Move hat. Nämlich, sie saugt die Lebenskraft von Gegnern in der Nähe ab und heilt sich dadurch dann selbst. Finde ich super cool. Aber, ja, wir müssen sie in der Preismaschine halt gewinnen. Das ist dann natürlich ein bisschen doof. Ich habe leider nicht genügend Rohstoffe, also Münzen bzw. Perlen, um am Automaten zu spielen, diese freizuschalten. Deswegen müssen wir spielen. Und wir machen das entweder mit unserer Schneekrabbe oder mit der Ellbogenkrabbe. Wir nehmen die Ellbogenkrabbe. Die kann sich nämlich immer so cool drehen und die Gegner dann verprügeln. Es gibt auch eine neue Insel. Die Hölleninsel und die spielen wir jetzt. Ich habe es auch noch nicht gesehen, wohlgemerkt. Bin also gespannt. Und Jahreszeit 2 konntet ihr vielleicht noch schnell lesen. Es ist natürlich ein neuer Season Pass draußen. Ne? Ist. Ich musste gerade über Platz 8 lachen. Ja, der Name ist gut. So, 22 Spieler sind am Start. Wir haben Größe 11. Okay, sieht aus, als würden wir auf einem Vulkan. Ne. Vor dem flüchten wir jetzt erstmal. Gibt es denn hier keinen Ton? Doch, okay. Frage, kann ich jetzt darüber laufen oder kriege ich dadurch jetzt Schaden? Anscheinend nicht. Alter, das ist das Cooles. Ach ja, es gibt auch ein paar neue Gegner-Skins, wie wir hier sehen. Und auch neue Waffen. Alter, lass mal sein. Hallo. Lass mich doch mal bitte in Ruhe. Okay, dann. Okay. Auf ein neues. Wir haben ja noch 10 Herzchen. Okay, da ist der König. Da gehen wir erstmal von weg. Ey, die sieht ja geil aus. Nee. Lass mich in Ruhe. Nein. Lass mich in Ruhe. Okay, wir können nicht flüchten. Warum ist denn der so unglaublich schnell? Der hat so eine Dämonenkrabbe, ne? Ah, verdammt. Ja gut, da haben wir keine Chance gegen. Okay, wir müssen irgendwo anders entlang. Wir müssen irgendwie mal ein paar kleine Gegner finden, so dass wir wachsen. Wir haben gerade mal Wachstum 14%, das ist nix. Damit können wir niemanden blöd kommen. Da ist schon wieder einer. Die meisten anderen, die sind schon relativ groß. Vor dem müssen wir uns dann in Acht nehmen. Bleibt mal hier. Ja. Ist ja geil, wie der Totenschädel da runterrollt. Was ist das? Ah ja, hier haben wir zum Beispiel eine der neuen Waffen. Das gefällt mir mit den Knochen. Okay, Lava ist ungut. Rache! Das funktioniert. Ich hatte darauf spekuliert, dass alle irgendwie auf den losgehen. Hat nicht. Okay, hat nicht geklappt. Never mind. Meins. Hier ist auch ein bisschen wenig los, ne? Halt hauptsächlich die Spieler. Hallo, ich will das haben. Hä? Warte. Okay, ich kann es nicht bekommen. Wachstumbaum. Ja, schon wieder. Ja,
Er ist jetzt am Anfang relativ wenig spektakulär, das muss ich zugeben. Aber wir müssen es halt auch für den anderen in Acht nehmen. Nein. Nein, das schaffen wir, das schaffen wir. Minispinne, ne? Okay, das ist ehrlich gesagt nicht so cool. Aber hier hast du echt ein Problem, ne? Echt jetzt? Gut, dass wir unseren Ultimate ziehen können. Schnell weg. Ich weiß nicht, ob ihr es akustisch gut hören könnt, aber es klingt wie eine Kettensäge. Der hat eine Kettensäge. Lass mich mit der Kettensäge. Nein. Ich will auch eine Kettensäge. Okay, ich sag mal, es läuft nicht. Es läuft überhaupt nicht. Aber mir gefällt die Karte auch nicht so. Vom Aussehen sowas, ja, cool, aber hier auf der Seite sind super viele Spieler. Und die machen einem das Leben super schwer. Aber gut, wir im wahren Leben, das Leben ist halt kein Ponyhof, ne? Gib mir das. Jetzt können wir auch mal angreifen. Okay, der macht uns echt fertig. Heiß, 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 heiß. Alter, die Lava, ne? Oh ne, das ist schon wieder da. Oh, da ist eine Kiste. Sehr gut. Lass mich bloß in Ruhe. Alter, was hält denn der aus? Ja, war klar. Alter, das ist jetzt wirklich schon so ein bisschen dolle doof. Hä? Wo sind die jetzt hin? Ach, das war bestimmt eine Froschkrabbe gewesen, ne? Die können sich ja dann in den Boden zurückziehen und dann irgendwo anders wieder auftauchen. Das ist denen sein Ultimate. Finde ich nicht ganz so cool. Also die Mission ist zwar praktisch, aber ich mag die. Hab die nicht so gern gespielt bisher. Mensch, lass dich doch mal platt machen. Ich brauche auch Punkte. Danke. Das ist einer. Ah, Kettensäge. Oh, da sind noch ein paar Gegner. Das ist egal. Ich bin gespannt, ob sie die auch in die normalen Maps implementiert haben. Komm her. Ja, du auch. Zack, kriegst auch einer. Oh, oh. Das wird... Nein! Da wurde ich übermütig. Hätte ja auch mal klappen können. Ist ja gut. Einmal haben wir schon mal 49% Größe erreicht. Hier hinten sind. Oh, hier ist noch so eine Waffe. Meine. Ich finde diese Laufgeschwindigkeit witzig. Haben sie gut gemacht. Sie sehen gut aus.
Halt, ich brauche die Münzen. Danke. Ja, ich muss aber sagen, der, die Insel ist zwar wieder gut gemacht, ne? Also das da sieht schön detailliert halt aus. Ist halt passend, also wirklich passend gemacht zum Event. Aber hier ist ein bisschen wenig los. Ich meine, auf der einen Seite, wo wir an den Start kamen, klar, da war viel los gewesen. Weißt du, irgendwie fehlt mir hier was. Also es... Das war knapp. Gefällt mir irgendwie nicht ganz so richtig. Geh bloß weg. Wag es nicht. Was ist denn? Diese da war so eine kleine Spinne gewesen, ne? Das sieht man hier so schlecht. Wir machen hier nach auf jeden Fall nochmal eine normale Runde. Also Player vs. Environment. Und gucken mal, ob die da auch die neuen Waffen eingefügt haben. Oh oh, das war ein Fehler gewesen. Lass mich. Hier ist ja was los. Multikill, Eric. Hier sind 14 Spieler, Platz 5. Gibt zumindest ein paar Pokale. Also Punkte dann halt, ne? Es ist sehr schwer hier. Also die Gegner hier sind auch sehr schwer. Das kann ich auch immer schon mal sagen. Gut, das war jetzt ehrlich gesagt keine Kunst gewesen. Den einen da zu plätten. Er war ja schon fast hinüber. Die Spinnen, die haben sie auch geil gemacht. Also, super stark. Okay, dann haben wir uns auch mal die Hölleninsel angeschaut. Lief ja nicht ganz so toll. Und er hat einen Flock in der Hand. Ist das geil. Finde ich gut. So, Jahreszeit. Das brauchen wir. Okay. Ja gut, mit dem King Pass, ne, kann man die halt freischalten, die Vampirkrabbe. Gut, klar, ne, wenn ich dafür jetzt bezahle. Okay, als Schuhe sind die natürlich cool. Was gibt's denn hier noch so? Die Jason-Maske finde ich ja mal richtig, richtig cool. Die Schuhe sind auch nicht schlecht. Aber so richtig viele coole Sachen sind da jetzt aber nicht drin, ne? Muss ich jetzt mal sagen. Ich meine, ich weiß zwar jetzt nicht, was der Season Pass kostet. Aber es sind jetzt wirklich nur Münzen und für den Automaten. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet, mal abgesehen von der Vampirkrabbe, die zwar an sich cool ist, dass ich zumindest als, ja, so wie hier jetzt, mehr kosmetische Gegenstände halt bekomme, ne? 6,75 €, okay. Na gut. Kann man machen, ne? Aber reizt mich jetzt persönlich nicht. Oh, wir haben einen neuen, eine Baskenmütze erhalten. Flaschenschaden 100%, okay. Ja, machen wir eine normale Runde, ne? Wir nehmen aber mal die, die Schneekrabbe. Und spielen im PvE-Modus. Ach ja, es gibt auch hier oben die die Fledermaus, die ist auch neu hinzugekommen, die kann man sich dann als Haustier, heißt das denn hier, glaube ich. Ich habe leider noch gar kein Haustier. Hab gelesen, die schreit dann Gegner an und stößt diese dadurch dann irgendwie weg oder so. Hier fehlt, also ich kann mich jetzt täuschen, ich habe das jetzt eine etwas längere Zeit gespielt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier keine Hintergrund mehr ist.
Ja, hier, das meine ich. Also hier ist deutlich mehr los als auf dieser Hölleninsel. Gerade so ein Kleinvieh und dann den Großen und so, ne? Okay, das wird knapp, das wird knapp. Komm schnell weg. Ausweichen. Das war ganz schön knapp hier. Noch einer. Komm her, du hast auch noch einen. Haie bringen aber schön viele Punkte. Der ist ein bisschen zu groß. Der bringt zwar richtig schön viele Punkte, aber der ist ein bisschen zu groß. Wir nehmen mal hier den Stock mit. Wo sind wir denn eigentlich auf der Karte? Da. Okay, im Norden halten sich relativ viele Spieler auf, deswegen bleiben wir ein bisschen im Süden, dann haben wir mehr Möglichkeiten, hier abzufarmen, ne? Auch mal übertrieben stark. Denn wir brauchen schöne Münzen. Mit Münzen. Wo ist der denn? Mit Münzen können wir uns dann nämlich Truhen kaufen. Also hier diese, für diesen Automaten da, ne? Und haben dann die Möglichkeit, die Vampirkrabben einzuschalten. Also zu gewinnen halt, ne? Schade, ich hatte eigentlich gehofft, dass sie hier auch die Waffen und sowas reinbringen, die halt im Moment drin sind. Aber vielleicht übernehmen sie die ja später, wenn das Event weg ist. Ich finde sowieso, man könnte hier viel mehr Waffen kombinieren. Bietet nur reichlich Möglichkeiten, würde ich sagen. Alles mit. Ja, die bringen immer schön viel Punkte. Die will ich auch haben. Und dann holen wir uns das. Zack. Ne, Multiplikator mal 3, das ist schon cool. 5 ist das Maximale. Was haben wir hier noch drin? Was Cooles? Okay. Ja, wir müssen jetzt dir den Baseballschläger beibehalten. Wir haben Multiplikator mal 4. Mach ihn platt. Ich hoffe ja mal, dass wir noch einen Hai treffen oder so. Oder Schildkröten. Die bringen, glaube ich, meiner Meinung nach mit am meisten. Gerade damit zum. Schildkröte! Die will ich haben! Ja, genau deswegen. Also, der Multiplikator mal 5 bei so einer Schildkröte und bei so einem Hai. Eben mal so 11.600 Punkte, das ist eine ganze Ecke. Davon ein paar platt machen und dann bist du relativ schnell oben in der Tabelle. Mein Punkt Eisruhe liegt, glaube ich, bei 180.000. Oh, warum bist du nicht früher gekommen, Hai? Komm mal, ich platt. Jetzt hier durch. Der will nochmal. Komm, hol dir auch einen ab. Nein, doch. Den nehmen wir auch noch. Ich wollte auf die Karte eigentlich. Ja, wir haben voll einer mitgegeben. Wir gehen mal wieder Richtung nach Süden. Oh, da sind Bonbons, die brauchen wir. Oh, warte, da ist der Boss. Da ist Rotbart. Habe ich einmal geschafft zu besiegen, aber auch nur, weil alle anderen auf mich eingeschlagen haben. Und ich dann ganz feige von hinten angegriffen hatte. Oh, 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 oh. Weg, weg, weg. Und hatte den Lucky Punch dann gemacht und hatte dann leider kein Multiplikator, aber trotzdem, weiß nicht, 50.000 Punkte oder so gibt's das dann, glaube ich. Hatte mich gefreut. Nur halt alleine hast du gegen den halt keine Chance. Ne? Deswegen.
greifen wir den jetzt auch nicht an. Achso, das ist ein Spieler. Okay, da sammeln sich noch ein paar Spieler. Wir gehen da mal mit hin. Vielleicht haben wir die Gelegenheit, ja nochmal so einen Lucky Punch zu machen. Ja, Haie sind relativ stark. Bringen aber Punkte. Oh, sie haben sie doch eingebaut. Sehr geil. Ich habe die Kettensäge gehört. Scheiße. Die ist so cool. Okay, dann ist ja geil. Haben sie doch übernommen. Zumindest die Kettensäge. Ich will die jetzt auch haben. Okay, der greift Rotball an. Wir gehen mit drauf. Oh, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Oh. Schade. Kommen wir da noch rechtzeitig hin? Vielleicht. Wir versuchen's. Halt. Links. Da ist er ja. Wie stark ist er? Immer noch sehr stark. Ja, es muss ein anderer Spieler angreifen, dass ich den dann genau so. Wir sind ja feige. Das ist sehr gut. 22 Mal. Und das Schild will ich auch haben. Also gewappnet sind wir gegen ihn. Wir greifen an. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht doof aus, sieht wieder ein bisschen besser aus. Ja. Zurückziehen. Puh, das war knapp. Ja, der. Ja, Mist, 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 weg, 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 weg. Er hat's auf uns abgesehen. Lass uns in Ruhe, Kleiner. Wir müssen noch mal kurz weg. Ah, nicht auf mich gucken. Nein, böse. Ah, der hat sich schon wieder gut aufgeladen. Das ist doof. Der macht aber auch einen Schaden, ey. Oh, ich hab. Oh, jetzt habe ich sie weg. Ich wollte gerade sagen, ich habe eine Pistole entdeckt. Die war auch genau so schnell wieder weg gewesen, wie wir sie hatten. Also ein Revolver, besser gesagt, war es gewesen. Hier, Igel, greif mal an. Igel angreifen geht anders. Ja, den kannst du nur mit mehreren Leuten besiegen. Der ist einfach viel zu stark sonst. Und irgendwie. Ich meine, wir sind 33. Ach, das sind sogar zwei. Wir sind 33 Spieler. Mit mehreren Leuten ist das an sich kein Thema. Aber wenn keiner mitmacht, ist das doof. Ja, weil er lädt sich natürlich auch wieder auf, ne? Weil der ernährt sich dann halt genauso. Und wir machen ohne Waffen kaum Schaden, also lassen wir es bleiben. Okay, dann. Da ist der Revolver. Vielleicht können wir ihn erschießen. Mit so einem gezielten Kopfschuss. Nein? Okay. Der Soundeffekt ist super. Duff. Ja, macht ja auch kaum Schaden, das Ding. Aber 3000 Punkte. Die Kettensäge. Kommt her hier. Ja, ist die geil. Halt, bleib stehen. Lass dich in zwei Teile sägen.
her, du Hai. Ah, schon geil. Ja, die Kettensäge ist echt cool. Die gefällt mir. Wir holen jetzt den Baseballschläger. Wir gucken mal, was der andere für einer ist. Der andere Boss. Geh weg. Wo ist er denn? Ach, direkt hinter uns. Ach, da ist er schon auf der Karte zu sehen. Ach, ist auch rot-schwarz, okay. Ich dachte, es wäre ein anderer. Geh weg. Ich habe so das Gefühl, ich bin mir nicht sicher, ich habe das Gefühl, dass die Bosse immer die anvisieren, die am größten, da wir 100% haben. Weil er visiert mich die ganze Zeit an. Ja, ne, wieder. Und wieder was geschenkt. Hey, was soll denn das? Ich glaube, dass wir das brauchen. Geh weg. Zu. Okay, der macht gar keinen Schaden. Nee, okay, wir lassen es mit dem Boss. Das geht nur schief. Kann ich noch einen mitnehmen? Hm. Ach, da. Den hat er gemacht, den TPO. Nein, nicht auf mich losgehen. Ja, die machen mit Spielern einen kurzen Prozess. Dafür geben sie aber auch sehr, sehr viele Punkte. Das ist alles Spieler hier. Achso, die greifen zu spät. Ich hab vergessen, wie sie heißen. Urzeitkrebs oder so. Kabutos oder so hießen die irgendwie. Die bringen auch sehr viele Punkte. Deswegen stürzt sich auch jeder Spieler drauf. Ist mir halt noch nicht gelungen, den Platz zu machen. Meiner. Meisterkneifer. Ach, hier ist der. Ach, da war es doch immer der Servo, wie wir jetzt gegangen sind. Meisterkneifer. Naja, visiert mich jetzt wieder an. Naja, es könnten dann theoretisch andere Leute ihn angreifen, so wie er es jetzt auch gerade macht. Und wir greifen dann von der Seite an, stoßen ihn um und sind zu langsam. Ah. Nein, 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 nein. Lass die Fliegenklatsche weg. Schade. Oh, was haben wir hier? Fliegenklatschen. Oder so eine Hände. Mal ein bisschen aufladen. Der Soundeffekt ist geil. Von dem. Hallo, hallo, hallo. Ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Mensch, schon lass mich doch mal in Ruhe. Ich komme auf Platz 4. Und schieß doch! Auf was wartest du denn? Nicht! Oh, ich habe nicht auf meine Gesundheit geachtet. Okay. War trotzdem ganz okay, die Runde. Ach ja, 195.000 war mein Rekord gewesen. Könnte besser sein. Okay, aber ich denke mal so als Einblick fürs Halloween-Event. Ja, wie gesagt, die Hölleninsel, die war zwar cool,
Vom Design her hat mir aber nicht so richtig gefallen. Und dafür gibt es halt die Kettensäge. Die Kettensäge macht das wieder nett. Wir gucken nochmal kurz nach Münzen. Okay, die gewöhnlichen Krabben, die ich habe, die haben Level-Ups. Die sehen ja auch ganz cool aus mit dem Hut. War hier noch einer gewesen? Die Harlekin-Krabbe. Hat mich noch einer gehabt? Genau, hier. Die Froschkrabbe. Na, das war die, die sich, als wir auf der Hülleninsel gekämpft haben, die sich dann einbuddeln kann und dann verschwinden. Finde ich nicht ganz so cool. Ist ein cooler Move, aber weiß ich nicht, mag ich nicht so. Und die Bonbon-Krabbe. Hatten wir die schon gesehen eigentlich? Die kann nämlich die Gegner kleiner machen. Naja, na, vielleicht mal beim nächsten Mal. Ja, damit würde ich die Folge jetzt hier beenden. Oh, halt, Moment, wir haben 250. Was machen wir? Vielleicht kriegen wir noch die Krabbe. Giraffenkrabbe. Okay, cool. Die Giraffenkrabbe ist aber, glaube ich, nur ein Skin. Für... Für dich? Oder für wem jetzt? Wollen wir mal kurz durchgucken. Ach so, hier für die Ellbogenkrabbe. Okay, hat sich ja doch noch gelohnt, das Ding aufzumachen, ne? Das haben wir nicht. Ja, okay. Ist cool. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Mal gucken, ob es nochmal, ob wir es nochmal mit der Hölleninsel versuchen oder ob es nochmal einen Highscore-Run geben wird. Da bin ich mir noch nicht ganz unsicher. Vielleicht aber spätestens dann oder auf jeden Fall dann besser, wenn ich die Vampirkrabbe habe oder halt eine andere coole Krabbe. Denn es gibt ja hier, können wir mal kurz rüber gucken. Hier hinten gibt es ja noch ein paar andere coole Krabben. Ne? Die Dämonenkrabbe, die Pistolen, Mantis-Garnele. Ja, ist ja Pistolen. Heißt das Pistolenkrebs, glaube ich? Heißt die richtig? Die Roboterkrabbe, ne? Die Dämonenkrabbe, Vampirkrabbe. Finde ich vom Design richtig, richtig cool. Oder halt hier den Palmüber oder so, ne? Spätestens dann. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt einen geilen Tag. Macht es gut. Ciao.